lasst die Euphorie euren Körper vergewaltigen und gebt diesem Video einen Daumen hoch, bevor ihr es euch überhaupt anguckt, denn wir spielen mal wieder Zelda Wind Waker, ne? Ist ja schon ziemlich lange her, fast einen Monat, wenn nicht sogar noch mehr. Sekunde mal. Das letzte Video von Zelda Wind Waker kam am 17.12.2012 raus, glaube ich, ja. Und jetzt haben wir den 27.01.2003. Ja, okay, ich gebe zu. Etwas verspätet, aber ich hatte meine Gründe, also verzeiht mir. Ja, ja, deswegen machen wir ja jetzt auch wieder viel Scheiße, ne? Hauptsache Scheiße bauen in Zelda, gut. Was war denn los überhaupt? Waren wir im letzten Part überhaupt noch hier? Nein, im letzten Part sind wir da oben auf dieser schönen Plattform gewesen und da habe ich mich dann auch verabschiedet für 2 Monate. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Wie genau ist mir noch ein Rätsel, aber wir schaffen das. Im letzten Part haben wir auch den Pfeil und den Heroenbogen bekommen, oder? Gut, hier müssen wir... Aha, du willst mich also umbringen, aha! Oh, das schafft sie sogar fast. Nein, nein, okay, die andere nervt jetzt nicht, oder? Nö, nö, die flattert da lustig, wie sie ist, vor sich hin. Nein. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte die Bomben einsetzen, statt dem Taktstock des Windes erstmal, ja. So, jetzt müssen wir genau werfen hier. Achtung, 3, 2, 1 und... Bam! Die Wand steht. Das ist bestimmt die Berliner Mauer hier. Die steht ja immer noch. Moment. Ich schaff das. Und zwar genau jetzt. Ha! Da könnt ihr noch was lernen, ne? Denn dahinter befindet sich eine Tür mit... Ich glaube, da ist der Kompass drin. Nee, kann ja gar nicht. Den Kompass haben wir ja schon, oder? Ich bin verwirrt. So verwirrt. Was haben wir hier denn? Pfeile! Das ist gut. Moment, ich guck mal auf die Karte. Doch, den Kompass haben wir. Okay, was ist dann hier? Eine Seekarte. Und zwar mit Armor-Statuen. Der ist jetzt leicht kompliziert. Wollt ihr mich gar nicht angreifen? Das finde ich aber sozial, ne? Gut, dann brauchen wir doch wieder den Taktstock des Windes. Moment. Hier ist nämlich eine Karte drin. Wenn das schon mit Taktstock des Windes ist, dann ist sie ziemlich wichtig. Moment! Wie war das? Auch nicht. Hä? Ach, das Lied des Windes. Eins. Nein! Ah, nee, Sekunde mal, das war Tag-Nacht-Melodie. Das heißt... Hä? Moment. Auch nicht. Hatten wir gerade? Moment, ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Was haben wir denn? Hoch, links, rechts. Ach so. Da war ja was. Hoch, links, rechts. Habe ich das nicht gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ah! Okay. Jetzt haben wir ein kleines Problem, denn jetzt sind diese Statuen, wie es aussieht, zum Leben erwacht. Oh, scheiße. Ja, da sind sie. Hui! Guck mal, die können springen. Und Bomben brauchen wir. Bomben, Bomben, Bomben. So viele Bomben wie nur möglich. Nee. Hier haben wir sie. So, nehmen wir und rein damit. Bom, nom, 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 nom. So, die Statue rastet vollkommen aus. Das ist ihr Verderben. Hat sie gerade eine... Sie hat gerade eine Säule kaputt gemacht. So, und jetzt laufen wir ganz schnell weg. Hui, Klingelstreich. Fast so ähnlich, ne? So ein Böller im Briefkasten, das tut bestimmt auch ganz schön gut. Haben wir einmal gemacht. Der Briefkasten, der wurde nicht wiedergefunden, sage ich nur mal so. Ne, nur mal so für zwischendurch. Also macht es am besten nicht nach. Ist meistens immer ein bisschen ärgerlich. So, Bomben haben wir genügend. Pfeile können wir auch gerne mehr gebrauchen. Gut, dann nehmen wir die Truhe. Ich sagte, dann nehmen wir... Sag mal, bin ich zu blöd. Dann nehmen wir die Truhe. So, danke. Ich bin ein bisschen nah vor dem Mikro, habe ich das Gefühl. Aber das ist gut so, das ist gut. Ne? Ich habe eine Schatzkarte. Ich dachte, das wäre eine... Haha, shit. Okay, ja, ich weiß auch, wie man... Ja, Schatz, Schatz, Schatz. Schatzi, Schatz. Ich bin mit viel Rubine und so, ne? Gut. Dann war das hier der optionale Raum, den ich aus Versehen gemacht habe. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall in den Raum, den wir auf jeden Fall machen müssen. Und ich habe 5 Minuten dafür gebraucht. Wow, bin ich toll. Gut. Was ist hier los? Hier fliegt ja alles durch die Gegend. So,
Sogar Link fliegt durch die Gegend. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist eine Frechheit. Okay, dann warten wir einfach, bis die Plattform wieder hier ist. Tüdelü! So, nehmen den Bogen. Laden schon mal auf. Ich treffe eh nicht. Seht ihr? Ey! Oh, ja, ja. Ne? Ey, da ist eine Truhe. Moment. Erstmal den toten Schädel besagen. Sag mal. Geht doch. Und dann hier ins Auge. Ins Auge. Sag mal. Mano. Ach, da oben ist auch eins. Supi. So, einfach auf die Abfahrt warten und... Nein, 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 nein. Och, nö. Moment. Haben wir. Nein. Nein. Ich sehe schon, komm, wir haben... Aha. Sie bewegt sich. So, jetzt bist du dran. Hey, bleib doch mal stehen. Mein Gott. So, Moment. Jetzt. Da, war das nicht gekonnt, das war gekonnt. Und jetzt bist du dran. Du Totenschädel des Todes. Moment. Ah, wunderbar. Hat ja auch nur 20 Pfeile gekostet. Fast. 14 insgesamt. Also, ne, 14. So, jetzt hier rüber. Holla, holla. Hey, da liegt ein Pfeil. Gut, damit kommen wir an die Truhe. Die nehmen wir uns. Aha, einen kleinen Schlüssel. Ist das nicht toll? Das ist wunderbar, ja. Mein Ziel ist es eigentlich, bis zum Ende des Parts noch zum Bossgegner zu kommen, damit wir im nächsten Part den Bossgegner machen können. Denn Bossgegner sind toll, ne? Ja. Ich muss mich hier erstmal wieder umgewöhnen, weil die Kamerasteuerung, die ist spiegelverkehrt. Ich habe in letzter Zeit Darksiders 2 gezockt auf der Wii U und da ist die Steuerung nicht so. Da ist die Kamerasteuerung genau andersrum. So. Ja. Toll. Hat jetzt gar nichts gebracht, oder wie? Oder was? Tatsache. Veräppelung! Wow. Knapp, knapp, knappidi knapp. Moment. Moment. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will nicht wieder runter. Ich will nicht wieder runter. Nee, nee. Ha. Ja, ich weiß, ich bin toll. Ich weiß es. Gut, hier. Sekunde mal, hier ist noch eine Truhe. Da oben soll eine Truhe sein. Ich habe keine Truhe gesehen. Habt ihr eine Truhe gesehen? Nö. Gut, soll uns die Truhe auch nicht weiterhin stören, weil ich schätze mal, da sind eh nur Rubine oder eine Schatzkarte bei. Schatzkarten sind mir ehrlich gesagt nicht so witzig, ja. Sie sind nicht witzig, nein, nein, sie sind gezeichnetes Pergament. Sekunde mal, gezeichnetes Pergament. Sie sind Seekarten auf Pergament gezeichnet, so. Mir läuft schon wieder in die Nase, ich hasse es. So, jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Super-GAU hier. Da drüben ist nämlich da die, ne, Zeta-Schloss. Und hier haben wir eine Waage, das kennt ja jeder, schätze ich mal, aus Zelda Twilight Princess. So eine Statue wiegt, glaube ich, die Hälfte von unserem Gewicht. Oder wiegt genau unser Gewicht, so dass wenn wir jetzt da drauf springen würden, würden wir wieder ausgeglichen sein und in der Mitte irgendwo rumbaumeln. Aber das darf ja natürlich nicht sein, wir müssen nämlich so. Hat das irgendjemand verstanden? Ich glaube nicht, ne? Schade. Egal. Wir sind jetzt sozusagen an unserem Ziel. Nicht nur sozusagen, wir sind an unserem Ziel. So. Wir stellen uns hier hin, ja. So viel ist klar. Und jetzt ist die Frage, von da aus können wir nicht rufen, deswegen müssen wir erstmal ein Item wechseln. So. Genau, falsch rum. Ja, ja. Mein Gott, man merkt das schon, wenn man längere Zeit nicht spielt. Man hat überhaupt keinen Plan mehr von dem Spiel. Niemand ist in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Willst du mich veräppeln? Ich schaff das! Au. Oh. Okay, jetzt haben wir ein little bit problem. Ich kann den auch nicht rufen, ne? Nee. Ich kann den weder kontrollieren noch rufen. Irgendwas läuft hier gerade verkehrt. Ich bin zu blöd für so etwas. Moment mal. Ach ja, da war ja was. Stimmt, wir können ja auch fliegen. Das wird zwar nicht klappen, aber... Versuch macht klug! Scheiße, so war es sogar gedacht. Rufen! Come on! Start the get off! So. Alter, ja, der Vollmann geweiht. Ist ja richtig übel. So, jetzt aber. Oh Gott. Ja, ihr merkt schon, Musikspiele sind nichts für mich. Ich habe Taktgefühl, das war's dann aber auch. Yay!
Und da sind wir wieder die Statue. Und die Statue kann natürlich so... Okay. Damit müssen wir jetzt ganz einfach den Schalter betätigen, damit Link auch wieder zurückkommt, ne? Diese Geste von Link sieht immer so genial aus. So, dann klaue ich mal die Statue und auf geht's. La 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 la. Oh shit! Ein Pyromagus! Ein Pyromagus! Pyromagus, wie ging das? Pfeil und Bogen? Pfeil. Wow. Hey, das ist der Horte. Horte, Horte. So, Headshot. Okay. Next time I see you. Headshot. Okay. Ganz easy eigentlich. Jetzt müssen wir nur wieder Balance reinkriegen. Tüdelü. So, damit wir nämlich die Statue mit rübernehmen können. Allerdings müssen wir diesmal etwas mehr. Sag mal, Mann! Ich bin zu schlecht zum Schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Damit wir nämlich genügend Gewicht auf der einen Seite haben, damit wir mit der Statue rüberkommen, weil die Statue wiegt ja nochmal. Das ist so eine Gewichtsengine, ne? Da wisst ihr Bescheid. Hier wird mathematisch korrekt gehandelt. Und physikalisch. In den meisten Fällen zumindest. Glaube ich. Obwohl ein sprechendes Schiff physikalisch gesehen nicht korrekt. Denn es ist kein Nee, Sekunde mal, das ist biologisch. Und um sicher zu gehen, schmeißen wir natürlich auch die Hirte noch drauf, auch wenn die wahrscheinlich im Wasser landen wird, ist mir scheißegal. Moment, hopp! Ah! Aber wunderbare Formation hier. Ja, wenn ich dann auch noch schlau genug wäre, richtig zu springen, dann wäre alles wunderbar gewesen. Aber nein, so etwas kann ich ja nicht. Ne, es ist ja wie beim Skispringen, da lege ich mich auch immer auf die Fresse. Auch wenn ich keinen Skispringen mache. Es geht allein ums Prinzip. So, dann nehmen wir jetzt mal die Statue eiskalt mit. Haben wir da drüben nicht noch diesen komischen Raum? Moment. Ach nee, der war ja hier unten. Jetzt kommen wir direkt wieder hier hin, ne? Zu dem Mittelpunktzentrumraum. Hopp, 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 hopp. Mach hin! Geht doch. Mein Gott. So. Und damit ist uns eigentlich der Weg zum Dreieck. Dreieck aus der Brust. Wow, Laserbeam. Aha. Somit hat sich nämlich der Weg nach oben geöffnet. Nach oben geöffnet? Sekunde mal. Halt, stopp, da ist kein Loch in der Decke. Mein Gott, nix können sie hier. Gehen wir einfach mal rein, mal sehen, was passiert. Wow, mein Bildschirm ist weiß. Okay. So, hier oben haben wir natürlich noch mehr zu erledigen, ne? Das ist ja natürlich klar. Da drüben ist übrigens... Fuck. Der Boss-Schlüssel. Okay, ist ganz easy nicht. Wir müssen nämlich... Hä? Normalerweise sind das Gegner. Ohne Flachs jetzt. Ohne Flachs. Ich werfe Link. Oh ne, ich bin zu blöd. Schön, dass immer die Zeit so angehalten wird. Moment. Klack. Sitzt da unten. Okay. Irgendwie ging das ja, ne? Das war ja nicht so saukompliziert. Das war total easy. Total easy, glaube ich. Aber ich glaube, danach erwachen die Statuen wieder zum Leben. Und so, ne? So. Wetten? Oder auch nicht. Aber sobald ich die Truhe öffne, passt auf, ich hab's euch gesagt, das ist jetzt die Apokalypse der Steinstatuen. Nee. Glaube ich. Yay, yeah, du hast den großen Schlüssel gefunden! Ach ja. Das ist ja übrigens, das hier ist ja der Vorgänger von... Genau das meinte ich, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Die totale Apokalypse hat begonnen. Treffe ich dich? Nein, treffe ich nicht. Gut, deswegen schnell hin und hinten den Kristall zerstören. So, ist der Kristall nämlich kaputt, rasten sie aus. Wieso nur, wieso? So. Ja, der hat auch gesagt, übrigens, ne? Das finde ich immer so witzig. Hier. Au, 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 au. Bam. Okay. Alles wunderbar. Die Großen explodieren richtig, soweit ich weiß. Da kann uns das übrigens auch Schaden machen. So viel ich weiß. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich zu blöd bin. Gut, würde ich sagen, machen wir uns jetzt schnell noch auf den Weg zum Bossraum, ne? Wir sind jetzt übrigens außerhalb des Turms. Aber
Es gibt kein Meer. Beziehungsweise es gibt Meer, aber wir sehen nichts, weil es ist zu hoch. Ne? Ich sag mal so. So, kann man die jetzt eigentlich... Moment. Au. Du blödes Miststück! Eigentlich hätte ich es ausrauben sollen, weil... Gut, wir kriegen... Okay, du bist dran. Jetzt bist du tot. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Nein! Die Feder. Ah, die sind nämlich wertvoll. Die sind übel selten in dem Spiel. Muss man ja mal zugeben. So, du bist auch hin. Bup. Alles macht unser Link hier kaputt, ne? Total schlimm. Ach, die können wir übrigens nicht kaputt machen, weil die verfolgend sind. Ah, die hier können wir kaputt machen. Moment. Eins. Zwei. Habe ich gerade den Vogel gleichzeitig auch noch mit abgeschossen? Wow, ich bin ein richtiger Scharfschütze hier. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. So, und da sind wir schon beim Bossgeld. Fee, fee, fee. Ah, scheiße. Scheiße, sagt man nicht. Scheiße, liegt im Klo. Gut, ja, Ich kann hinter die Tür schauen, was kannst du? Okay, wir können durch Gold gucken. Ist das nicht toll? Wir sind radioaktiv. Gut, würde ich sagen... Hier beende ich den Part und im nächsten Part sehen wir tatsächlich, wie wir den Bossgegner vom Turm der Götter zerstören. Oder so. Also würde ich sagen, tschüss und bis dann irgendwann, euer RNGLP. Bye!